Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich möchte euch heute einen befreundeten Autor präsentieren. Als mein erster Gastleser wird er eine seiner Kurzgeschichten lesen. Hallo, mein Name ist Georg Zimanek. Ich bin heute bei Claudia zu Gast. Meine Geschichte wurde schon mehrmals erzählt, aber hier ist das Original. Geburtstag oder heute Abend gehen wir ins Fondue. Es war am frühen Morgen. Albert besah im Bartspiegel sein frisch rasiertes Gesicht und kam zu der Auffassung, gar nicht mal so schlecht, alter Junge. Also, er streckte beide Hände seinem Spiegelbild entgegen. Herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag, du Glückspilz. Albert kroch nochmal zu seiner Frau ins Bett. Wohlige Wärme empfing ihn. Er war trotz allem zufrieden mit seinem Leben. Mit 60 Jahren noch so gesund und munter, das war sicher nicht selbstverständlich. Und im Krankenhaus war er auch noch nie. Hertha schnauzte ihn verschlafen an. »Albert, geh weg mit deinen kalten Grabbeln. Es ist gerade mal 5 Uhr am Morgen und du brauchst heute nicht zur Arbeit. Also halt die Füße still.« Der Mai zauberte den Bäumen Blätter und Blüten an, wie jedes Jahr. Mittendrin hatte Hertha auf der kleinen Terrasse vor ihrem längst abgezahlten Reihenhaus das Frühstück für ihren Schatz angerichtet. Am Tisch sitzend erhob Hertha wichtig ihre zarte Stimme. »Albert, eigentlich feiern wir deinen Festtag erst am Sonnabend. Aber für heute habe ich noch eine Überraschung für dich. Ich verstehe selber nicht, dass ich dir das nicht schon längst ausgeplaudert habe.« Hertha kicherte glucksend und trank schlürfend einen Schluck Kaffee aus der Kaffeetasse. »Albert, du wirst es nicht glauben.« Sie machte sich im grünen Gartenstuhl gerade und ließ die Katze aus dem Sack. »Ich freue mich ja so für dich. Stell dir mal vor, dein Cousin Wolfgang und seine Frau Josephine aus Amerika machen eine Europareise und kommen heute auch zu uns.« Albert blieb vor Schreck der Bissen im Hals stecken. »Was? Die? Na, die Überraschung ist dir aber wirklich gelungen.« Hertha wusste nicht, dass Albert den Wolfgang mit seiner Besserwisserart noch nie leiden konnte und froh war, als er im Sommer vor vielen Jahren nach Texas auswanderte. Hertha freute sich sichtlich. »Ihr habt euch so lange nicht gesehen. Und stell dir vor, wir gehen heute Abend ins Fondue oder sowas. Wir brauchen uns um nichts zu kümmern«, hat der Wolfgang am Telefon gesagt. Albert war es einerlei. Seinen Geburtstag ließ er sich von diesem alten Hundesohn nicht vermiesen. Neugierig war er doch, als er und seine Hertha vor der Haustür in der Birkenallee 139 standen, vor der gerade ein Taxi zum Stehen kam. Wolfgang und Josephine stiegen mit allerhand Gepäck aus, als wollten sie ein Jahr bleiben. Hollywood begann. »Wie schön! Oh ja, endlich sehen wir uns wieder! Du hast dich ja überhaupt nicht verändert! Du auch nicht!« Alle lagen sich gleichzeitig in den Arm und sprachen freudig durcheinander. Hertha war enttäuscht. Sie ging nicht ins Fondue. Das Abendbrot fand bei ihnen statt. Wolfgang und Josephine hatten bereits ihre Küche in Beschlag genommen. Wolfgang erklärte schlau, was ein Fondue ist. Er war hoch erfreut, dass die beiden das nicht kannten. Er machte sich wichtig. Das Fondue kommt ursprünglich aus der Schweiz und bedeutet nichts anderes als ein bei Tisch gegartes Fleischgericht. Sie hatten alles dabei, einen glänzenden Topf, Öl, einen großen Haufen in ganz kleine Stücke geschnittenes Puten- und Schweinefleisch, Riesengarnelen und verschiedene Arten von Ketchup in kleinen Porzellanschälchen. Der Stubentisch war bis auf den letzten Zentimeter vollgestellt. Genau in der Mitte stand der blanke Topf auf einem Gestell, unter dem eine Flamme züngelte. Das Öl kochte bereits. Wolfgang stellte die Spiritusflamme unter dem Gefäß kleiner. Er hatte in seiner Hand ein ganzes Bündel langer, bunter Spieße und begann mit der Bedienungsanleitung. »Damit keiner sein Essen verwechselt, bekommt Hertha 2 rote, Albert 2 grüne, mein Schätzchen 2 gelbe und ich behalte die violetten Spitzendingerchen.« »So«, sagte er weiter, »jetzt schiebt sich jeder das auf die Gabel, was er möchte, und ab damit in den Topf.«
Bei den Worten steckte er zwei Stückchen Schweinelende, ein Stück Pute und ein Schrimps über die gespaltene Spitze. Es brodelte im Topf, als er seinen Spieß im Öl versenkte und am Rand ablegte. Albert gefiel der Quatsch aber überhaupt nicht. Er hätte lieber ein richtiges Stück Fleisch auf dem Teller, mit Kartoffeln und Soße und ein Bier dazu. Und nicht so ein klein gehacktes Zeug mit kalifornischem Wein, der einem beim Herunterschlucken das Gesicht verzog. Er sagte aber, »Das ist ja eine tolle Idee von euch!« Albert war um einen strahlenden Gesichtsausdruck bemüht. »Dass ihr uns so plötzlich besucht, das prima Essen und das alles noch an meinem Geburtstag. Herzlichen Dank dafür! Diese Überraschung ist euch hundertprozentig gelungen.« Bei diesen Worten holte er zum wer weiß wievielten Mal seinen Spieß zu Garkontrolle aus dem heißen Öl und meinte, irgendwie ist man sich dabei hungrig. Oh, oh, Albert war ein großes Stück Putenfleisch von der Gabel in das heiße Öl gefallen. Instinktiv langte er in den Topf und wollte das Stück greifen. Ruckartig, als hätte er an eine Hochspannungsleitung gefasst, zog er die Hand aus dem heißen Öl. Die halbe Hand wurde augenblicklich schneeweiß. Albert saß wie erstarrt am Tisch und schaute auf seine Finger. Als würde jemand von innen seine Hand aufpusten, so entstanden kleine Blasen, die immer größer wurden. Zusammen mit diesen Gebilden kroch ein unbändiger Schmerz in ihm hoch, der seinen ganzen Körper erfasste. Hertha beendete das sprachlose Staunen als Erste. »Albert, was hast du gemacht? Wir müssen einen Arzt holen. Das sieht ja furchtbar aus.« Auch Wolfgang gab seinen Senf dazu. Er schnappte sich Albert und brachte ihn in die Küche. »Das muss sofort unter kaltes Wasser.« Hertha stand auf, nahm das Gestell mit dem Topf vom Tisch und sagte heulend, »Genug gegessen! Ich räume jetzt ab!« Sie ging vorsichtig zum Badezimmer und schüttete das Öl samt Spiritus in die Toilette. Als Hertha den Topf in den Geschirrspüler stellte, stand Albert immer noch mit der Hand unter dem Wasserhahn und kühlte sie. »Sieht schon viel besser aus«, meinte Wolfgang fachmännisch. »Das finde ich aber überhaupt nicht. Wir fahren jetzt sofort zum Arzt«, bestimmte Hertha unmissverständlich. Wenn Albert die Hand unter dem Wasserhahn wegnahm, kehrte ein ohnmächtiger Schmerz mehrfach zurück. Ihm wurde schlecht. Er band sich ein Geschirrtuch locker um die Hand und ging zur Toilette. Zog sich mit der linken Hand seine Hose herunter, trippelte dann aber nochmal in kurzen Schritten zum Spiegelschrank, öffnete eine kleine Schublade und griffelte sich eine Zigarette aus einer angefangenen Packung, nahm sich die daneben liegende Streichholzschachtel und setzte sich plumpsend aufs WC. Eigentlich rauchte er ja nicht mehr, aber ab und zu und gegen den Schmerz war das jetzt genau das Richtige. Er klemmte sich die Streichholzschachtel mit der Reibefläche nach oben zwischen die Knie. Gleich beim ersten Versuch brannte das Streichholz. Schon beim Anzünden zog er genüsslich an der Zigarette. Das Streichholz warf er dabei zwischen seine Beine ins Becken. Noch ehe der Zigarettenrauch in seiner Lunge angekommen war, explodierte das Toilettenbecken. Als Hertha, Josephine und Wolfgang den Donnerknall aus dem Badezimmer hörten, stürzten sie alle zusammen in den Raum. Albert lag noch mit der heruntergelassenen Hosen auf dem Bauch. Sein Hintern sah wie geölt und geteert aus. Hautteile hingen in Fetzen an seinem weißen Po herunter. So wie er da lag, gab er ein klägliches Bild ab. Hertha und Wolfgang halfen ihm auf die Beine. Albert polterte, »Pass doch auf, meine Hand tut so weh!« Seine bis dahin noch gesunde Hand wurde am Gelenk immer dicker. »Eigentlich weiß ich gar nicht, was mir mehr weh tut. Meine Verbrennung an Hand und Hintern oder mein Gelenk hier.« Hertha ging augenblicklich zum Telefon und rief den Notarzt und Krankenwagen. Nach ein paar Minuten waren immer lauter werdende Sirenen zu hören. Inzwischen hatte Hertha Albert ein Nachthemd von sich angezogen. Eine Hose konnte er nicht mehr anziehen. Sein Hintern sah wirklich schlimm aus. Der Arzt hatte schnell und professionell Alberts Wunden versorgt. Die Krankenpfleger legten ihn bäuchlings auf die Trage und waren eher belustigt als besorgt um Albert. Wolfgang hatte jedem, auch der es nicht wissen wollte, erzählt, was dem armen Albert so alles passiert war.
Besonders Heiko, ein junger, kräftiger Krankenpfleger, nahm immer wieder seine Brille ab und putzte sie verlegen, um keinen Lachkrampf zu bekommen. Entschuldigung, unglaublich die Geschichte, bin sofort wieder in Ordnung. Mittlerweile hatte sich draußen auf der Straße vor dem Haus die ganze Nachbarschaft eingefunden und spekulierte eifrig, warum ein großer und ein kleiner Krankenwagen vor der Tür standen. Von Selbstmord bis Herzinfarkt war alles dabei. Vorne ging Heiko, dann kam die Trage mit Albert, gefolgt von dem zweiten Krankenpfleger. Der erhob seine Stimme und rief in die Masse: »Machen Sie bitte den Weg frei! Wir haben hier einen Schwerverletzten!« Heiko war das alles nun doch zu viel. Sein Zwergfell erkämpfte sich die Oberhand und er bekam noch auf der Treppe einen derartigen Lachanfall, dass er ins Stolpern geriet. Um seinen Sturz mit den Händen abzufangen, ließ er die Trage los. Albert fiel dabei in hohem Bogen von dieser herunter und schlug sich auf der letzten Stufe den Kopf blutig. In den hinteren Reihen fragte eine kleine Frau, die nicht alles sehen konnte: »Ist er tot?« »Nein«, flüsterte ein langer Ludasch ihr zu, »aber so, wie er eben von der Trage gefallen ist, müsste er es eigentlich sein. Bestimmt hat er eine Gehirnerschütterung und ein kaputtes Bein, denn er humpelt und sein Nachthemd ist auch ganz dreckig.« Hertha wollte mit ins Krankenhaus fahren und stieg in den Krankenwagen ein. Beim Schließen der Tür rief sie Wolfgang und Josephine noch zu: »Schönen Dank für euren Besuch. Wenn ihr geht, schließt bitte die Tür ab und legt den Schlüssel unter die Fußmatte.« Nach einem kurzen Moment fügte sie noch leise hinzu: »Und kommt ja nicht so schnell wieder.«